Ja, ähnlich wie in HTML gibt es auch bei WPF-Stile, Styles, um das Layout sozusagen zu definieren, um so wie ein Stylesheet für ganze, ja, Controls, für viele Controls oder einzelne Controls entsprechend das Layout festzulegen. Und wie das funktioniert, zeige ich euch in diesem Video. Wir haben in einem anderen Video diesen Taschenrechner programmiert und diesmal wollen wir uns anschauen, wie wir mit Styles umgehen. Also wer HTML kennt, sowas wie CSS, ja, wo man Stile angibt für einzelne Elemente, einzelne Controls. Und das gibt es auch in WPF und da gibt es mehrere Unterschiede. Ja, man kann für diesen Button hier zum Beispiel, Button mit Content 1, also der mit der Zahl 1, kann ich direkt hier anstatt des kurzen schließenden Tags hier die Langform machen, slash Button. Und jetzt lassen sich mit diesem Button einzelne Eigenschaften widersetzen. Ich kann jetzt sagen, okay, Button Punkt Content zum Beispiel, dann könnte ich diese Eigenschaft als inneres Element setzen. Aber in dem Fall hätte ich gern Resources. Und nun kann ich sagen, okay, ich gebe einen Style an und dieser Style, ja, der bekommt von mir. Ja, was könnten wir machen? Wir machen einen Setter. Wir setzen sozusagen, wir rufen ein von einem Property das Setter auf und zwar Property ist dann vom Button die Font Size und die setzen wir auf den Value von 20. So, was bringt das? Was soll das irgendwie? Also, wir können es nicht nur Resource machen, wir können ja sagen Button.Style eigentlich gleich. So, was soll das? Wir haben hier die Font Size gesetzt mit der Größe 20. Wenn ich die jetzt hier weggebe, dann greift dieser Stil und die Font Size bleibt auf 20. Wenn ich hier die Font Size weggebe, dann bleibt der Stil nicht und die 2 wird hier klein. So, jetzt bringt es natürlich relativ wenig, einen Stil nur für diesen einen Button zu machen. Ja, das wäre so eine sehr lokale Angabe. Ich kann es auch darüber hinaus machen. Ich kann es zum Beispiel nicht nur hier machen, sondern ich kann hier sagen, okay, der Button bleibt, wie er ist. Ja, ich lasse den mal hier. Von mir aus auch wieder mit der Kurztag-Angabe. Und ich gehe in die übergeordnete Grid. Grid Column Definitions haben wir, Grid Row Definitions. Und jetzt können wir sagen, okay, dieses Grid bekommt von mir Resources. Also Grid.Resources und in diesen Resources jetzt kann ich das Style angeben und sage Target Type, also nur für Button soll dieser Stil gelten. Und wenn ich das habe, dann kommt hier wieder der entsprechende Setter rein, ja, wo wir die Font Size wieder auf 20 setzen mit Value 20. Und jetzt sehen wir, dass sowohl der Button 1 die Font Size mit 20 wieder hat, als auch der Button 2. Und somit können wir die ganzen Font Size Angaben entfernen. Wer das Feature noch nicht kennt, Alt gedrückt halten, dann können wir vertikal markieren. Das ist ein tolles Feature in Visual Studio. So, Alt gedrückt halten und weg damit. So, ich habe das jetzt also weggegeben und trotzdem alle Buttons innerhalb dieses Grids durch diese Resource erhalten, sozusagen diesen Stil, den wir hier angeben. In dem Fall war es nur die Font Size. Wir können hier auch andere Sachen machen, wie eben die Background Color oder irgendetwas anderes. Was ist, wenn ein Button außerhalb dieser Grid nun ist? Gut, dann zieht dieser Style eben nicht. Was müssen wir tun, damit das fürs gesamte Fenster gilt? Na gut, wir gehen es nicht in die Grid rein, sondern wir machen das für das Window. Das heißt, ich gebe es hier raus. Und für das ganze Window wollen wir es haben. Also sagen wir Window und Resources. Ja, und das Grid Resources entfernen wir natürlich dann. Ja, und jetzt gilt es für alle Buttons in diesem Fenster. Ja, also der Target Type ist wichtig. Für wen soll er gelten? Und hier kann ich dann mit den Settern alle möglichen Eigenschaften einfach, ja, vergeben, einfach setzen. Das ist
Relativ nett, relativ simpel. Funktioniert natürlich dann, wenn ich die Font Size irgendwo explizit setze, wird das wieder vom Stil überschrieben, ähnlich wie bei CSS. Was näher am Steuerelement ist, näher am Control ist, das zieht sozusagen. Ja, was können wir noch machen? Was ist, wenn ich es nicht nur in diesem Fenster haben will, sondern auch in einem anderen Fenster, weil ich mehrere Fenster aufmache? Ja, dann gibt es natürlich noch eine Option. Ich kann es nicht im Window machen, sondern eben in der Application. Ja, wir haben hier ja eine App-XAML und in der App-XAML haben wir Application Resources und ich kann diese eben auch hier reingeben. Sobald ich hier Application Resources verwende, ja, dann gelten die grundsätzlich mal für alle Fenster. So, was ist jetzt, wenn ich mehrere Stile habe, die vielleicht auch noch konkurrierend sind? Ja, ich mache Style, Target Type ist gleich Button und jetzt sage ich Setter, Setter, Subproperty ist Button, ups, Button Font Size. Es reicht auch nur die Font Size, weil ich den Target Type hier angegeben habe. Ja, da ist es schon klar, dass ich wenig will und ich sage jetzt Value 10. So, und die Sache ist jetzt die, welcher Style sozusagen zieht. Ja, there's already a key with this definition, sagt er mir hier. Ja, warum? Das ist der Standardstil und jetzt kann ich sagen, okay, ich vergebe einen Key, einen, ja, was denn? Smaller nenne ich den mal. Smaller Style. Und diesen Smaller Style, den möchte ich jetzt zuweisen an zum Beispiel das ist gleich. Oder ich nenne ihn Larger Style. Diesen Larger Style, der bekommt 30 und außerdem bekommt er einen Setter. Property wird Background werden und der Value ist Green. So, also und diesen Larger Style, den will ich jetzt diesem Button hier zuweisen. Ja, ich gebe die Background hier mal weg. Und jetzt kann ich diesem Button geben einen Style, ähnlich wie in CSS. Und jetzt sage ich, okay, das ist eine Static Resource. Ich habe sie unter Window Resources gemacht und gebe ihm den entsprechenden Namen an. Dadurch sieht man sofort, okay, das ist gleich, ist jetzt größer. Und mit der Hintergrundfarbe sehen wir auch, wie denn das ist. Also, wir können Styles definieren, die für alle Buttons gelten. Wir können Styles definieren, die nur gelten, wenn dieser Stil auch angegeben wird. Und das gilt natürlich nicht nur für Buttons, sondern auch für alles andere. Gut, in diesem Sinne viel Spaß beim Selbstausprobieren. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.